die Technik von Körper- und Gerätbehandlung. Die musikalische Ausführung gehört mit zur E-Note. Und hier werden auch die Fehler abgezogen, die kleineren mit 0,1-Punkten oder die größeren, wenn also die Mädchen hinter dem Gerät herlaufen müssen. Das wollen wir nicht hoffen, dann bis zu einem halben Punkt, verlassen der Matte noch ein Zehntel und so weiter. Das die E-Note. Wir schauen ins Team von der Ukraine. Trainiert von Irina Dejugina, der berühmten Irina Dejugina mit ihrer Gymnastikschule, der Jugina-Schule in Kiew. Dort kommen sie her, drei Mädchen aus Kiew, drei aus Dnipropetrovsk, aber schon 5 Jahre lang leben sie in Kiew und sind dort in dieser Schule integriert in Training und Schulausbildung. 5 Reifen. Als zweite Übung jetzt 3 Bälle, 2 Bänder. Auch die ist neu in diesem Jahr. Beim Grand Prix vorgestellt, also die ukrainische Gruppe kennen die Gymnastikfans in Deutschland schon und daran ist nun gearbeitet worden und die Olympiaform wird in Kürze erreicht. So nehme ich an und hier der wichtige Test für diese Mädchen. Strenge Kampfrichteraugen schauen das Ganze an. Es sitzen nämlich zur Bewertung der C-Note der Komposition 5 Kampfrichterinnen da. Die kommen aus Argentinien, den USA, Portugal, Niederlande und Bulgarien. Und 5 Kampfrichterinnen in der E-Note der Exekution. Die kommen aus Tschechien, aus Finnland, aus Ungarn, Spanien und Kasachstan. Ladies and gentlemen, by way of interest, let me tell you that all the 8 RG teams will take. Da sind die Risikoelemente zum Beispiel zu sehen gewesen. 2 Elemente dieser Art, risikoreich, müssen dabei sein. Das heißt, immer dann, wenn das Fangen eines Handgerätes ohne Sichtkontakt erfolgt oder nach Wechseln oder großen Würfen über große Distanzen, dann bekommt man zu dem Wert von 9,50 noch maximal 2 Zehntel für Risiko dazu und für Virtuosität der Ausführung ebenfalls 3 Zehntel und kommt dann auf 10,0. Sie kommen auf 9,5 in der Ausführung. Höher liegt die